Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und wenn ihr euch wundert, wo wir hier sind, der Willi und der Hendo da vorne, die sind schon die ganze Zeit fleißig am Server basteln. Die Jenny, die bastelt da vorne auch schon den Eingang, denn wir sind hier auf dem kommenden Community-Server. Jetzt wollte ich also, ich habe jetzt zwar die Pause fürs Hallo. Hallo! Hallo! und wir basteln hier gerade fleißig so ein bisschen im Kreativmodus rum, denn hierfür könnt ihr euch dann später demnächst mal bewerben, dass ihr dann hier auch mit drauf spielen könnt. Aber vorher basteln wir da hier noch fleißig dran und gucken, dass wir hier gerade so ein bisschen so den Eingangsbereich und sowas basteln. Den die anderen hier schon fleißig gemacht haben. Ich habe jetzt hier nur ein kleines bisschen dran Säulen gesetzt. Was macht ihr eigentlich hier gerade? Was ist denn das für eine Wand? Achso, die Regeln. Regeln, also theoretisch sind die Regeln schon in der Bewerbung implementiert. Okay. Es werden in der Bewerbung sozusagen auch, es wird auch da extra nochmal gesagt, falls man gegen die Regeln verstößt, kann man da auch dahingehend gebannt werden. Okay. Und das wird halt hier nur einmal kurz nochmal aufgeführt alles. Finde ich gut, ja. Und der Server, der wurde uns zur Verfügung gestellt. Und das auch nochmal ein schönes, ein großes Dankeschön daran. Von wem war das nochmal, Willi? Du hast dich da so ein bisschen drum gekümmert. Servilhost.de. Ja. Vielen Dank dafür auch nochmal, denn ohne den wäre das, ohne da wäre das gar nicht möglich gewesen. Meine Güte, heute habe ich es aber auch mit den. Echt. Und Jenny, was machst du eigentlich hier vorne? Dem Rocky hat es nicht gefallen, dass hier alles aus Dirt war. Deswegen mache ich das jetzt aus Stein. Oh, ja, sagst du nochmal Dirt? Dirt. 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 Drop that turn. Okay. Ich will hier irgendwie auch hier vorne noch ein bisschen mehr Licht da reinmachen. Ich guck mal gerade, das ist so ein bisschen, ich finde das ganz cool eigentlich. Ja, aber wir haben eben ein bisschen gestreamt und haben ein bisschen die Bedürfnisse der Leute abgedeckt, haben mal nachgefragt, was ihr euch da so wünscht, wie wir das am besten machen sollen. Und haben danach erstmal angefangen, hier so ein bisschen zu bauen. Die Jenny hat während dem gesamten Stream schon mal ein kleines bisschen an dem Spawn rumgebaut, hat uns direkt mal drei Möglichkeiten hingestellt. Wir haben uns jetzt für diese leicht nach unten gelassene... Vier, entschuldige. Mensch, Willi, schäm dich doch mal. Wir haben uns jetzt für diese leicht nach unten gelassene Variante entschieden. Ich finde die cool. Und haben halt mit World Edit hier einen Berg drum gemacht. Natürlich sieht der Berg jetzt ein bisschen aus, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also ich finde, das sieht da eigentlich ganz cool aus. Wenn ich mal denke, hier außen rum, die Welt ist auch recht schön. Also es ist eigentlich alles vorhanden gerade. Wenn ich so sehe, wie heißt es, ist eine Wüste da, die aussieht wie ein Penis. Es ist ein Waldgebiet da, Wasser. Also ich finde generell, die Gegend ist ganz schön, ja. Und kann man so lassen. Ja, also ich bin generell ja eher Fan von diesen grünen Gebieten, die nicht zu düster sind. Der Michel würde mich dafür hassen hier, weil er ist so einer, ich baue in eine Schneewelt in den Berg rein. Mensch, halt der Zwerg eben in ihm. Und ansonsten, aber ich finde das persönlich ganz hübsch hier. Ich überlege nur, wollen wir hier auch noch so ein Portalmäßiges machen, also Jenny, das, wo du da gerade drin rumbaust, sollen wir da so einen Eingangsbereich noch reinbauen? Also, ja, gut, ich meine... Ich weiß jetzt nicht, was du mit Portal gemeint hast. Portal meine ich sowas hier. Nee, ich meine sowas so, hier, wie ich jetzt hier gemacht habe, dass man so noch einen... ich weiß nicht, ob das generell so ruinmäßig aussehen soll hier, aber... übrigens, da könnt ihr auch gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr euch wünschen würdet, wie das Ganze hier aussieht. Bitte schreibt noch nicht irgendwelche Bewerbungen oder Fragen dazu in die Kommentare. Dazu wird definitiv noch ein extra Video kommen, weil das muss erstmal alles fertig sein. Ihr braucht euch noch nicht für was bewerben, was noch im Rohbau ist. Das wird alles fertig werden, as soon as possible, aber erst dann bitte irgendwelche Sachen dazu reinschreiben. Aber schreibt bitte Kommentare, wenn ihr euch hier optikmäßig was anderes wünschen würdet. So. Ich bin auf jeden Fall Fan, dass wir hier noch ein paar Lampen hinmachen irgendwie. Ich weiß nicht, wie dunkel das bei Nacht dann hier ausschaut, aber... jetzt habe ich Moment. Die ganzen Parameter vergessen. Mist. Ah, verdammt, war schneller. Ja. Okay, ich muss natürlich dazu sagen, bei mir sieht alles ein bisschen anders aus, weil ich natürlich den Shader drin habe. Und das sieht schon geil aus bei Nacht. Also das ist auf jeden Fall der innere Bereich leuchtet so, finde ich, stark genug. Ja. Ich würde überlegen, ob wir vielleicht noch ein paar Lampen außen machen.
Aber ist natürlich immer so ein bisschen eher für die Shader-Leute, weil bei euch dürfte das hell genug sein, bei mir ist es stockdunkel. Was meinst du jetzt genau? Hier außen, also der Bereich hier ist bei mir komplett im Dunkeln. Wo ist denn der Fabi gerade? Ach, da! Hier außen, ja, 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 genau. Dass man sagt, ja, das so, ist halt alles noch gar nicht ausgeleuchtet, der ganze Kram. Wir haben jetzt mal notdürftig das ausgeleuchtet, was wir sowieso mal benutzen wollten. Ich überlege gerade, wie man es am besten macht. Ja, ich gucke einfach mal ein bisschen. Ich baue gerne so Lampen und sowas, deswegen bastel ich da jetzt gerne gerade mal so ein bisschen hier drin rum. So. Übrigens können wir noch direkt so auch dazu sagen, geplant für den Server sind auch dann eine Kreativwelt, in der ihr euch dann auch hinporten könnt und dann für den Stream Minispiele selber basteln könnt, die wir dann zusammen im Stream testen. Da war er weg. Nee, ich habe nur das Testen war das letzte, oder habt ihr das nicht mehr gehört? Ich hab nur bis und dann war's. Ach so, weg. Ich habe vielleicht so ein bisschen in mich in den Bart geredet. Das kann sein, dass ich dann so in den Testen. Okay, nee, aber und ich gucke jetzt mal, dass ich hier noch ein bisschen so Lampen mache. Was meint ihr, wie findet ihr das so? Ich finde das sogar nicht ganz hübsch. Ist halt, ja, das kann man so lassen. Vielleicht sollte man sich auch überlegen, ob wir was Aufwendiges bauen, die Lampe sozusagen in den Boden implementieren und dann wie, du hast ja letztens auf dem Minecraft-Server vorgeschlagen, mit Tag-Nacht-Schaltung. Mit Tag-Nacht-Schaltung, ja. Ach so eine Dinge wird's nicht. Ja, das ist natürlich eine Sache, der Nachteil bei der Tag-Nacht-Schaltung ist halt, das würde ich vielleicht nicht hier so machen, weil, das ist halt das Schwierige daran ist, dass wir da nicht solche Lampen machen können, sondern wir müssen die dann halt in den Boden setzen. Ne? Also, ja. Wenn euch das lieber ist, schaut mal kurz, ich mach mal jetzt hier. Ja, mir ist das eigentlich Wumpe. Jenny, was meinst du denn dazu? Ich frage schon die ganze Zeit die Jenny. Moment, guck mal, die Lampen entweder so, wie sie jetzt außen sind, ja? Ja. Oder wir machen sie quasi, wo ich jetzt bin, siehst du, wo ich bin? Ich sehe dich, ja. Hier so am Boden und dann halt mit der Tag-Nacht-Schaltung. Weil die könnte man dann darunter verkabeln alle. Also dass sie dann halt bei Tag aus sind und bei Nacht dann halt an. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Oh nein, wer hat denn jetzt Tag gemacht? Ich mach nochmal Nacht. Ich persönlich würde, glaube ich, sagen, ich finde tatsächlich diese Retro-Variante mit dem Glowstone viel schöner. Okay. Dann bleiben wir dabei. Ich bin nämlich mal überlegen, ob wir hier oben einfach noch so eine Art Löcher reinmachen. Eine Art Löcher? Was ist denn eine Art Löcher? Und das dann hier oben auch noch so ein bisschen ausleuchten. Fände ich, glaube ich, ganz cool. Moment, weil hier oben drauf kommen die Leute sowieso nicht. Mhm. Aber jetzt einfach nur so für die Nacht. Ja. Dass das optisch ein bisschen anders aussieht. Es sieht bei mir halt total geil aus. Ich finde, der Shader sieht schon nice aus so. Ich will auch noch ein paar Gebüsche vielleicht außenrum machen. Generell, dass man das Gras hier vielleicht noch eine Schicht weiter entfernt, damit die Lampen nicht auf dem Gras stehen. Kann ich wieder Tag machen? Ja, jetzt weiß ich ungefähr, wie es aussieht. Okay, ich arbeite so ungern bei Nacht hier. Ist dann doch ein bisschen Light Overflow. So. Die ganzen Monster muss man dann auch nochmal schauen, dass man die dann hier aus dem Bereich dann kann man den Bereich peaceful noch machen? So, weil wir wollten jetzt halt hier die ganze Umgebung, wir wollten eine Straße hier rausbauen und die Straße eventuell dann irgendwie irgendwo hinführen. Wir wissen es, also ich weiß noch nicht so ganz genau, wie wir das machen. Und da machen wir den gesamten Bereich, machen wir dann mit World Guard oder World Edit, kannst du den markieren und sozusagen. Okay, weil ansonsten. Non-PvP-Zone, Non-Spawning-Zone und so weiter und so fort setzen. Alles klar, nee, das wäre super, weil ansonsten hat man dann direkt so: Hallo, ich komme hier raus und Skelette. So, ich mache jetzt erstmal hier einen Screenshot von hier oben. Das sieht nämlich schon irgendwie nice aus von hier. So, ich muss mal kurz schauen. So. Darüber. Alles hier in Handarbeit. Ja, vor allen Dingen, ich habe das vorhin so gebrushed mit dem World Edit Tool, diesen ganzen Berg. Und irgendwann habe ich zu Jenny gesagt, sie soll auch mal brushen. Und sie hat es einfach von Hand gemacht.
Und ich einfach so, Jack, benutzt doch was. Und sie wusste einfach den Befehl nicht. Das war so, oh. Oh, ich wusste ihn auch nicht. Ich hätte es auch per Hand gemacht. Ich bin auch unfähig in dem Bereich. Ich spiele sehr gerne Minecraft, aber ich kann keine einzigen Server-Commands. Das lernen wir hier alles. Ja, Rocky, hast du da nicht WorldGuard schon drin? Ja. Kann das sein, dass es nicht symmetrich ist? Wo ich die Help-Dings nicht gefunden habe. WorldGuard Help? Mhm. Okay, muss ich später mal gucken. Funktioniert aber, glaube ich, im Einklang mit World Edit dann. Ja. Okay, da hinten könnte noch was hin. Oh, verdammt. Ich mach nochmal ganz kurz eine Runde Nacht. Und guck noch ganz kurz an. Night. Alter, von unten sieht das jetzt schon nicht schlecht aus. So ein bisschen Beleuchtung. Krasser Scheiß. Okay. Okay, so jetzt müsste es eigentlich alles so symmetrisch sein. Nee, da hab ich mich vertan. Auf dem Server wäre es dann natürlich cool. Also man kann zunächst, ich kann es ja mal ganz kurz zeigen für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Man muss zuerst so lange spielen, bis man sich von selbst eine Goldschaufel erarbeiten kann, um hier auf dem Server dann tatsächlich ein eigenes Grundstück zu bekommen. Wenn man das geschickt anstellt, ist man in 20 bis 30 Minuten bei einer Goldschaufel und hat dann kein Problem. Wenn man direkt auf den Server joint, hat man instant 300 Blöcke, die man sich selbst claimen kann, das heißt, wo man sich selbst ein Grundstück drauf bauen kann. Mit dieser Goldschaufel geht er also irgendwo hin auf eine freie Fläche, markiert, wie ihr hier jetzt seht, mit Rechtsklick diesen Block. Der ist dann markiert, kann man auch nicht abbauen, logischerweise. Sieht man auch als Außenstehender nicht als Diamantblock, sondern als Dirtblock ganz normal weiterhin. So, und dann geht ihr da weiter. Es gibt eine Mindestgröße, die ist 10x10 Blöcke. Das sollten wir jetzt hier mit erreicht haben. Das ist ja einfach hier. Und dann gehört dieser Bereich, den ihr jetzt hier eingegrenzt seht, euch. Den könnt ihr dann sogar mit euren Freunden teilen. Den könnt ihr dann mit den Kisten für euch wieder, entweder nur für euch, dass ihr die Kisten öffnen könnt, oder nur für, oder auch für andere. Ihr könnt auch Tiere freigeben für andere. Also sie können auch keine Tiere klauen aus diesem Bereich. Das ist schon sehr gut. Man muss dazu sagen, wenn diese 300 Blöcke von euch jetzt ausgenutzt werden, ist es so, dass jede Stunde, die ihr hier spielt, bekommt ihr, ich glaube, wir haben eben 30 Blöcke eingestellt, bekommt ihr 30 Blöcke dazu. Das heißt, nach 3 Stunden habt ihr wieder 90 Blöcke. Und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt euer Grundstück je nach Spielzeit immer weiter erweitern von alleine. Okay. Und das ist halt schon eine coole Sache, finde ich. Ich habe gerade hier Probleme symmetriemäßig, aber jetzt habe ich es aber. Wissen Sie es da oben? Was macht denn der Hendo? Hendo, was machst du da? Die Region setzen. Lol, okay. Ah, okay. Rocky? Ja, bitte? Gefällt dir der Ausgang jetzt besser? Yay, voll das cool. Ist voll prunkvoll. Lol, wann hast du das gerade eben gemacht? Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ja. Lol, sehr geil. Das sieht voll gut aus. Soll das außen auch nochmal so werden? Nee, außen so bleiben? Von außen, finde ich, sollte es möglichst nach nichts ausschauen. Dass man denkt, so, hey, das ist ja wirklich nur so ein Berg. In der Art. Okay. Ich finde das von außen sogar ganz cool. Dann läufst du da rum und dann merkst du, oh, das ist hier das Spawn. Naja, im Normalfall solltest du ja von innen kommen als erstes, deswegen. Ja, ich meine, aber irgendwann ist das schon voll oft passiert, dass du dann irgendwo aus so einem voll prunkvollen Inneren von einem Berg rausgelaufen bist, läufst so ein bisschen rum, verlierst die Orientierung und denkst dir dann plötzlich so, was ist das hier? Dann gehst du da rein und merkst, dass es eigentlich mehr ist, als es aussieht. Mit dem Server haben wir auch einen relativ leistungsstarken Server. Also was wir vorhin schon gemerkt haben ist, ich glaube, Hendo hat ihm, was hast du zugewiesen? 8 GB RAM zugewiesen von verfügbaren 32. Und davon hat er vorhin, als ich mit World Edit gearbeitet habe, also da, wo normalerweise jeder Server anfängt zu ruckeln und in die Knie zu gehen und sowas, hat er mit 8% Auslastung gespielt. Ja, nice. Also das war schon nicht schlecht. Huch. Wenn also Nachfrage besteht, wir wollen jetzt von Anfang an erstmal 30 Slot-Server machen. Dann können wir das im Notfall auch noch erweitern, aber da müssen wir uns dann erst nochmal Gedanken drüber machen, ob wir das machen.
erstmal halt gucken, ob das so funktioniert, ob dann auch niemand dann irgendwelchen Blödsinn macht. Und wenn man da alles unter einem Hut hat, dann ist das immer noch eine Möglichkeit, es zu erweitern. Okay. Was meint ihr so mit Gras außenrum? Also mit Büschen? Das sieht schon sehr gut aus, finde ich. Ich würde aber vielleicht rein für die Leute, die das benutzen, wie nennt man das denn, dieses fancy Laub, wie ich jetzt zum Beispiel erstmal durchgucken kann, dass man unten drunter so einen Holzblock macht. Ach so, du hast, bei dir wabert das auch, oder wie? Dieses Laub? Nee, aber bei mir ist halt, bei mir kann man halt durchsehen, weißt du? Und da sieht man unten drunter einfach die grüne Wiese. Ach echt, bei dir kann man durchsehen? Ja, das kannst du ganz normal einstellen in Minecraft. Ach so, nee, das habe ich nicht so. Deswegen, fancy Laub kann man einstellen? Ja. Wenn man das Ganze so macht, das sieht meiner Meinung nach ein bisschen besser aus. Hört ihr eigentlich gerade das Rascheln? Ja. Ach ja, genau. Das ist nicht das Gebüsch, das ist der Hund, der gerade seine Tüte gefunden hat. Anni! Ja. Endo, hast du was zu tun? Ja, ich guck mir gerade aus World gerade. Was denn? Achso, okay. Okay, Moment. Ja, ich platziere hier gerade unter den ganzen Gebüschen mal ein Holz. So. Oh, warte mal, das könnten wir theoretisch ganz easy machen. Was ist denn das für ein Lock? Man sagt einfach unter jedem... Oh, jetzt machst du jetzt alle gerade wieder weg, dann sagtest du, das habe ich extra noch mal einmal außen rum gesetzt, alles schon. Ach so, okay. Man muss auch sagen, bei mir ist es so, der Shader sorgt dafür, dass jedes der Gebüsche danced. Also die bewegen sich so leicht, deswegen habe ich jetzt hier so eine tanzende Gebüschparade außenrum. Ist das richtige Holz? Tatsächlich. Ja. Ich bin gerade am überlegen, ob es die Möglichkeit gibt, dass man das irgendwie schnell mit World Edit irgendwie ersetzt, aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Was willst du denn ersetzen? Ja, genau die Blöcke unter dem Laub. Also bisher gefällt mir das jetzt eigentlich so hier schon ziemlich gut. Ich würde da, glaube ich, gerade gar nicht so viel mehr machen. Oder was meint ihr so? Ja, ich dachte mir vielleicht, dass wir noch in irgendeiner Ecke, die noch frei ist. Ich finde, die hier sieht beispielsweise noch ziemlich leer aus. Dass wir hier vielleicht so eine kleine Wand reinmachen von allen Leuten, die hier mitgeholfen haben beim Aufbauen. Da kann man ja mittlerweile auch solche Köpfe einfügen. Oder ein Grab, wo alle gestorben sind. So ein Massengrab. Alle, die gestorben sind, werden da verewigt, so. Genau, jeder darf auf den Server, aber wer einmal stirbt, ist, bleibt tot. Nein. Da haben wir eben auch schon so gedacht. Wir machen einfach das hier, was jetzt Wasser ist im Spawn, machen wir zu Lava. Und der stirbt, darf direkt wieder runter vom Server. Genau, der bleibt in der Lava ewig hängen. Kann nicht mehr raus. Lava ist was sich festklebt. So Kleber. Dann sind dann einfach Spieler, die dann... Du stirbst dann einfach permanent. Du bist dann immer nur wieder so... wieder so der See der Verlorenen außenrum. Huch, jetzt bin ich aber auch vom Server gekickt worden. International Exception, Java, eine vorhandene Verbindung wurde vom Remote Host geschlossen. Ja, hat es auch. Oh nein. Jetzt bin ich aber wieder drin. Bam. Okay, das verstehen wir also noch nicht so ganz. Das müssen wir auch noch mal angucken. Obwohl, wenn es ja jetzt nichts Größeres gibt... Jetzt habe ich oben rechts so ein Icon bekommen. Ja, das heißt, dass du vanished bist. Ich weiß noch nicht, ob es daran liegt, ob wir OPs sind oder ob wir Admins sind. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann haben die Leute, die eventuell dann ein kleines bisschen überrannter sind, nenne ich es jetzt einfach mal, direkt von Anfang an einen Vanish, dass man halt nicht direkt verfolgt werden kann. Also auf die Art. Okay, das liegt am OP-Recht. Okay. Okay. Weil wir sind ja nicht alle Admin. Logischerweise. Stimmt. So. Auf jeden Fall werden wir hier dann noch nebenbei noch fleißig weiterbauen und dann eben schauen, wann das Ganze dann live gehen kann und dass wir dann die Bewerbungen machen. Und natürlich machen wir dann noch das ganz normale andere Minecraft-Projekt weiter, also da keine Angst, das ändert sich jetzt gar nichts daran. Das war jetzt nur mal eine kurze Update-Info-Folge.
dass ihr auch mal Bescheid wisst, dass daran gearbeitet wird und dass es demnächst irgendwann mal kommen wird. Irgendwann mal. Ja, man kann ja gerade nicht großartig sagen, wann es halt so weit sein wird. Also bitte macht da jetzt nicht so sehr Druck, dass das jetzt sofort oder wie auch immer sein muss, sondern geduldet euch da, es wird fleißig dran gearbeitet. Jenny hat schon meinen Kopf da drauf gesetzt. Was? Wo? Hier. Wo hast du denn den Kopf von Willi her? Wie einfach so ein fliegender Block ist, mit einem Format. Wenn du dich außerdem wieder sichtbar machen willst, dann kannst du ohne den Punkt einfach mal... warte, ich muss es kurz... Nein, ich schäme mich doch. Dann wirst du direkt wieder sichtbar. / vanish. Bam, da ist er wieder. Mein Gott. Ich hab mir auch noch überlegt, vielleicht hängen wir hier oben so in die Ecken. Vielleicht bezirzen wir irgendwie Jenny. Und Jenny baut uns hier oben in die Ecken Pixelart von unseren Kanallogos. Ich dachte, Pixelart ist verpönt. Das wird direkt gesprengt. Oh ja. Oh, es ist dunkel. Ja, ich wollte mal kurz gucken. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Keine Monster mehr hier drin spawnen. Okay, also gerade sieht doch, ja. Komm mal her. Was zum Teufel? Mein Kopf. Oh. Nein. Oh. So, jetzt fehlen nur noch Jennys, Hendos. Kadi kommt noch hier drauf. Müsste man die am besten, kann man die schräg... Wie Hendo geschrieben wird. Ja, kann man die schräg setzen? Weil dann wäre es am besten, wenn die so nach innen gucken, genau. Dass man hier gucke, dass man sagt, der hier guckt in die Mitte. Dass die alle so auf die Mitte zugucken, glaube ich. Das wäre dann am besten, passt. Man ja, wird genau. Beobachtet, wenn man hier auf den Server kommt. Ja, genau. Das ist direkt so, okay. Wir beobachten euch. Ja, da müssen euch. Ich... Das sieht Hendo, ein bisschen kannst du mal was im Chat aus. Schreiben? Wieso? Danke. Weil ich seinen Namen brauche. Nein, das ist wieso auf den Willi bezogen. Stell dich mal als normaler Spieler hier hin. So, ja, das siehst du fast gar nicht. Du fliegst ja nicht, du siehst diese Köpfe nicht. Vielleicht muss man da irgendeinen dünneren Block hin machen. Kann man die noch ein Stück weiter nach vorne oder sind die mal mittig? Oder man macht das einfach ein bisschen niedriger. Oder das? Die Säule kann ja auch quasi hier so enden. Kann man, gibt es denn auch... Das sieht aus, als hätte er jetzt zwei Arme und einen Kopf oben drauf. Ja. Was ist denn das für ein Block? Das ist diese Quarzsäule. Genau. Okay. Aber schau, hier Quatsch. Könntest du mal... Jenny, setzt nochmal einen Willi-Kopf da drauf. Oder ich setze einfach mal kurz einen Testkopf drauf. Ich habe eine Idee, warte mal. So hier? Könnte man... Oder setz doch die Köpfe hier hin, guck mal. Ja genau, das wäre jetzt auch meine... Oder man kann es halt, ich weiß halt nicht, gib mir mal so einen Block, so einen Kopf, da unten. Wenn man jetzt beispielsweise hingehen würde und sich so einen halben Quarzblock nimmt, kann man den dann da drauf positionieren. Ja, guck mal, das würde auch gehen. Das sieht man dann auf jeden Fall besser. Ich finde aber fast hier unten besser, muss ich sagen. Da sind sie auch besser beleuchtet, wenn man reinkommt, dann sieht man die eher... Sieht auf jeden Fall gut aus. Man kann ja sogar nur noch ein Schild mit einem Namen drauf dahinsetzen. Wo ist das denn? Wo ist denn jetzt gerade ein Schild? Es spawnt aber nichts hier, merke ich gerade. Wie weitläufig ist denn das Gebiet? Weil hier draußen spawnt wieder direkt was. Ja, aber das ist schon okay so, glaube ich. Wenn man quasi dann... Alter, was denn? Die hinten dran, der riesige Dirtblock oder was das ist. Aber wenn du so hier machst, Willi. Achso, das Ding, okay, warte, ich komm mal. Quasi dann. Kann man da so hier die Namen dann noch auf Schilder setzen oder so. Also ich habe es nur kurz nur abgekürzt, aber wenn man das dann theoretisch... Ja. Ich glaube aber, diesmal auf die Uhr richtig geguckt zu haben, dass sich die Folge jetzt schon dem Ende zuneigt. Ich habe ja immer noch keine Uhr bei mir gescheit. Was? Die Jenny hat's kaputt gemacht. Vielleicht setzen wir die Köpfe auch hier drauf und machen da unten dann das Schild dran. Das wäre auch eine Idee, ja. Weil das Schild da hinten sieht ein bisschen doof aus. Unplatziert. So, dann. Mein Kopf. Gut, damit... das sind die anderen Köpfe. Damit würde ich mich dann aber auch für diese Folge von euch verabschieden. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr euch dafür noch so wünschen würdet. Aber jetzt erstmal reine Design-Sachen, also nicht irgendwelche Minispiele oder sowas.
Genau, denn dafür seid ihr dann quasi ihr zuständig, wenn ihr dann auf die Creative World geht. Und damit verabschiede ich mich von dieser Folge für euch. Nee, andersrum. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal mit einer normalen Folge dann Minecraft Together, wenn dann wahrscheinlich wieder auch alle dabei sind. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.